Moin Moin, der Stu von BlamoTV hier. Und es ist ja schon ein bisschen her, dass ich ein Black Ops 2 Info-Video gemacht habe. Deswegen gibt es jetzt eins zum Gameplay. Es wird wahrscheinlich eine Herrschaft auf Summit mit der AK-74U. Ja, flammt mich jetzt nicht. Das war ist noch ein älteres Gameplay von mir aus der Primetime von Black Ops gewesen. Das wollte ich einfach mal raushauen. Und ja, außerdem war ich jung und brauchte das Geld. Ja, jetzt fange ich schon direkt an mit den Infos. Und zwar, ich habe ja mal ein Video gemacht, in dem ich angeblich geleakte Multiplayer-Details aufgelistet habe. Jetzt habe ich aber von David Wonderhaar gehört, dass das Gerücht vernichtet wurde. Und trotzdem bin ich weiter skeptisch, weil es doch gleich eine Information gibt, die doch auf die alten Informationen hinweisen würde. Und ja, ich verlinke das Video dann auch nochmal in der Beschreibung. Oder hier jetzt irgendwo im Video, keine Ahnung. Und ja, außerdem gibt es ja so eine Tabelle, das war ja schon vor der ersten Ankündigung von Black Ops 2, wo Bilder sind und die nach einer Zeit freigeschaltet wurden. Und da gibt es jetzt auch 6 neue Bilder. Aber ich habe jetzt nur die 5 wichtigsten ausgewählt, weil das andere ist wirklich unwichtig. Und ja, von links nach rechts seht ihr jetzt im ersten Bild die LA-Szene aus der E3 2012. Der US-Präsident wird dabei in einem Konvoi sitzend angegriffen von Drohnen. Und ja, die Mission könnt ihr euch im Netz, hier auf YouTube irgendwo anschauen. Und ja, ich habe auch schon in dem E3 mit Westersburg Commentary, dem ziemlich lang, auch dazu etwas schon gesagt zu dem Gameplay. Das zweite Bild, das ist, da sieht man nur einen Mann. Das Gesicht ist verschwommen. Das ist aber Menendez und er ist in der Story der Verzapfer alles Bösen. Er hat das US-Netzwerk gehackt und hat China auf die USA aufgehetzt. Und da drum dreht sich halt die Story von Black Ops 2. Ja, das dritte Bild, das ist auch ist eine Akte wieder, wie schon bei Menendez. Und ja, da steht halt drauf Tacitus Corporation, also zu dem Tacitus habe ich auch schon mal was gesagt in vorherigen Videos. Und ja, oben links sieht man dann noch in diesem Bild, also ein Bild im Bild, sieht man noch einen Soldaten, der eine Waffe hält. Und das ist sehr wahrscheinlich die KSG, die ja auch schon eigentlich bestätigt ist für Black Ops 2. Das vierte Bild, man sieht David Mason, welcher der Sohn von Alex Mason ist. Da sieht man halt verschwommen, es ist halt hier so ein wie heißt es noch? So ein Ausweis. Mir fällt es gerade nicht ein. Ach, egal. Da stehen halt Daten zu ihm drauf. Er ist 45 Jahre alt und sowas. Wie viel er wiegt, braucht man eigentlich nicht. Das fünfte Bild ist Tian Cao. Ich habe ja auch schon gesagt, dass in Black Ops 2 so eine Art Flashback-Mission da sein werden. Und in so einer steht er halt in Verbindung. Sehr wahrscheinlich in Afghanistan so 1980 rum. Und ja, das nächste. Wir kommen jetzt zu einem neuen Create a Class oder Klasseneditor, wie auch immer, wie ihr das nennen wollt. Und zwar auf der E3 2012 wurde einmal ja halt Singleplayer-Zeugs gezeigt, aber auch vor einer ausgewählten Gruppe schon der Multiplayer. Und die waren eigentlich alle unter einem Schweigegelübde. Nur einer konnte das Maul nicht halten. Der hat in einem Podcast weiter Informationen preisgegeben. Und ja, die sind halt unter anderem zu dem neuen Klasseneditor-System. Der Typ heißt Garnet Lee. Hört sich an wie ein Chinese oder Asiate oder sowas. Von Shack News. Kenne ich leider nicht. Aber naja, also das neue Create a Class 3.0 wird auf einem 10-Punkte-System basieren. Man hat Punkte, die man für seine Klasse ausgeben kann. Zum Beispiel, man will jetzt eine Waffe haben, die hat 2 Punkte, nimmt man die, kann man sich aber noch eine Primärwaffe dazu kaufen, kostet auch wieder 2 Punkte, hat dann nur noch 1 Punkt irgendwie für einen Perk oder irgendwie sowas. Also man kann die selbst verteilen und sich selbst die Klasse so einstellen, wie man sie haben möchte. Was ja auch mit diesem Creator Class 3.0 bezweckt werden soll. Sowas ist nicht unbedingt neu, das hat man schon in Homefront zum Teil gesehen. Das ist aber halt in Homefront so eine Art aus, so eine Mischung aus Slot-System und Punktesystem gewesen.
Also man konnte sich die Waffen wie in diesem Spanzemund, Vorsprecher vor so ein, wie die in diesem Slot-System eine Primärwaffe aussuchen, eine Sekundärwaffe, aber jetzt dann halt, was heißt jetzt? In Homefront konnte man sich dann bei den Perks die Punkte je nachdem beliebig verteilen, bis sie alle aufgebraucht waren. Und das hat man jetzt in Black Ops 2 vollständig so gemacht, dass man für alles Punkte ausgeben kann. Und ja, man hat auch zum Beispiel die Option, ohne Waffen zu starten. Also man kann alles auf Perks und Equipment draufladen, die ganzen Punkte. Das ist eigentlich auch eine coole Option, weil man dann mal nicht nur messern kann, aber man kann ja auch gegnerische Waffen aufnehmen und damit dann rumlaufen. Ja, wie gesagt, man hat 10 Punkte pro Klasse, die man vergeben kann. Und das war's eigentlich hier zum Creator Class 3.0. Moment, dankeschön. Ich musste eben gerade husten und so. Und ja. Ja, es gibt jetzt auch noch eine neue Wettspiel-Variante. Wettspiel hat man ja schon in Black Ops gesehen. Das war zum Beispiel Gun Game oder Sticks and Stones oder sowas. Und es gibt jetzt eine Art Hacker-Wettspiel. Man fängt mit, glaube ich, einer Waffe an und mit EMP-Granaten. Und man kann halt Drohnen, die über die ganze Map verteilt sind, kann man hacken und benutzen. Man kann auch gegnerische hacken und sowas. Und das scheint ganz interessant zu sein. So. Ja. Dann hat er noch preisgegeben, dass es einen Freund-Feind-Erkennungsaufsatz gibt. Also man kann irgendwie erkennen, wer Freund und wer Feind ist auf der Waffe. Wozu braucht man das? Vielleicht um Ghost Pro oder Ghost Pro User zu identifizieren. Es gab ja die Fähigkeit bei Black Ops, dass man den Namen, dass die Gegner den Namen von einem nicht sehen können, wenn man Ghost Pro hatte. Oder es ist doch vielleicht der Spion-Perk. Die Spion-Fähigkeit, die ich ja auch schon mal genannt habe. Da würde ich dann sagen, dass es mich skeptisch macht, dass erst gesagt wird, ja, wir vergeben keine News an Drittanbieter. Man dementiert quasi die geleakten Multiplayer-News und dann kommt da so ein Aufsatz, was einen dann wirklich schon skeptisch macht. Und ja, jetzt zu einem Thema der letzten Tage, was ziemlich brisant ist. Und zwar Nuketown 2025. Nuketown gibt es als Vorbestellerbonus bei GameStop und anderen Filialen. Hauptsache man bestellt sich rechtzeitig vor. Es ist halt in einem 2025 Design und es gibt auch wieder Easter Eggs. Es gab wirklich viele Easter Eggs auf Nuketown in Black Ops. Ich glaube 14 an der Zahl waren das. Ja, die Map bekommen alle Konsolen, PC gleichzeitig. Ich weiß aber nicht, ob man sie später auch als DLC erwerben kann oder sie sogar in einer möglichen Hardened Edition drin ist. Ja, ich blende jetzt mal die GameStop Vorbestell-Boni-Liste ein. Als erstes gab es für Vorbesteller Poster, jetzt nicht mehr, und ein MW3 Prestige-Token. Ja, als zweites dann Nuketown. Und jetzt stehen noch zwei weitere Vorbesteller-Boni an. Einmal im August, zur Zeit der Gamescom, und im Oktober. Im Oktober könnte es sein, dass da irgendwas mit Zombies kommt. Bin ich mir noch nicht sicher. Das müssen wir mal abwarten. Ja, dann ein weiteres Thema, was ich ansprechen will. In Black Ops 2 gibt es für den PC jetzt dedizierte Server, aber nicht für die Konsolen. Das macht mich auch schon wieder, ja, traurig. Ja, da kann man sich dann wahrscheinlich einen Server mieten, so wie in Battlefield 3. Es wäre wirklich mal ein cooles Feature, wenn man das auch mal auf den Konsolen einführt. Warum machen sie es nicht einfach? Das wäre doch viel einfacher. Man hätte auch eine viel bessere Verbindung. Man könnte Server nur auf der Kontinentalebene anbieten und alle wären viel besser zufrieden, denke ich mal. Außerdem gibt es jetzt ein einstellbares Field of View in Black Ops 2 für den PC wieder. Man konnte halt, ja, Field of View sagt eigentlich schon, was es ist. Das Sichtfeld von der Person und der Waffe kann man dann frei einstellen über die Konsole. Ja, es scheint so, als wird der PC jetzt wieder ein bisschen zunehmend supported, nachdem man ja die Unterstützung in den letzten Jahren, hat ziemlich abgenommen. Sieht man jetzt auch in MW3, die PCler hängen total hinterher mit den Map-Packs, kriegen die, was weiß ich, 3 Monate später erst. Und
Ja, das ist eigentlich nur gut für die PCler. Ja, jetzt noch, weiterhin gibt es die Call of Duty XP nicht in diesem Jahr. Letztes Jahr war das quasi ein Call of Duty Multiplayer Event in Los Angeles. Da wurde dann halt auch der Multiplayer von MW3 ausführlich dargestellt. Ja, die gibt es jetzt aber nicht. Aber wann kündigt man denn jetzt einen Multiplayer oder möglicherweise Zombies an? Ja, dazu gibt es zwei Tweets von David Wonderhaar, welcher Game Design Director bei Treyarch ist. Blende ich auch jetzt ein, könnt ihr euch durchlesen. Und habt ihr sie durchgelesen? Wenn nicht, haltet das Video an. Ja, die weisen auf ein Multiplayer oder / Zombie Reveal oder Enthüllung auf der Gamescom hin. In 8 Wochen, nicht mehr ganz, zu der Zeit des Tweets waren dann halt noch 8 Wochen bis zur Gamescom. Und es wird etwas Spezielles geplant. Also da würde ich mich schon wirklich drauf freuen. Vor allem, weil Thomas und ich, wir sind auf der Gamescom mit einer Freundin noch zusammen. Zwar nur einen Tag, aber da wollen wir dann mal durchschlendern und vielleicht auch sogar noch ein Real-Life-Video machen. Mal gucken. Dann seht ihr mal die Chaos-Truppe auf Tour. Und ja, ich würde mich freuen, wenn man da ein bisschen was vom Multiplayer sieht oder sogar von den Zombies. Aber ja, es gibt jetzt eine neue, verbesserte, geskillte Spielersuche. Was man sich darunter vorstellen soll, weiß ich jetzt nicht genau. Wird es dann auf der KD basieren oder andere, eine Score per Minute oder sowas? Keine Ahnung, müssen wir uns überraschen lassen. Ja, es ist aber dann auch ein Bild geleakt worden, dass der maximale Level Black Ops 2 vielleicht 55 beträgt. Ob das jetzt so gravierend ist, keine Ahnung. Das wird dann aber halt den geleakten Multiplayer-Informationen widersprechen. Und ja, wie gesagt, nicht wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesagt. Der Exklusivdeal zwischen Microsoft und Activision, dass Xboxler die DLC einen Monat früher bekommen, wurde jetzt auch verlängert. Das heißt, in Black Ops sind die PS3ler und PCler wieder gedisst, gearscht, was auch immer. Und ja, jetzt noch was zu den Zombies. Es wird einen 4 gegen 4 Modus geben, also insgesamt 8 Spieler Koop. Muss man dann gegen das Gegnerteam spielen und noch gegen Zombies oder wie auch immer, keine Ahnung. Es werden Wettspiele in Zombies eingeführt, also weil Zombies ja jetzt auf der Multiplayer-Engine von Black Ops 2 laufen, hat man auch viel mehr Möglichkeiten und halt auch Wettspiele. Wer hat zuerst die meisten Punkte oder irgendwie sowas? Und eben weil es auf der Multiplayer-Engine läuft, gibt es jetzt auch einen Kinomodus. Ja, das war ganz schnell eben die Themen von den letzten Wochen durchgerattert. Und ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ja, wieder schauen und reingehauen.